Hallo und herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt, Erhard Mott in Lauda. Mein Name ist selbst Erhard Mott. Ich darf Ihnen ein Vorführ-E-Bike vorstellen für die Saison 2023 von Riese und Müller, nämlich das Hommage. Das Hommage ist ein Klassiker auch bei Riese und Müller. Die haben das auch schon gemacht, bevor es den E-Antrieb gab, so wie das Daylight auch. Und es wurde mit den Zeiten immer weiterentwickelt, sodass es heute in nichts nachsteht mit den Delite-Modellen. Eigentlich müsste es heißen Super Hommage, weil es hat die Möglichkeit von zwei Akkus, die man links und rechts hier in den Rahmen reinpackt. Diese technische Lösung ist einfach genial, denn sie ermöglicht trotzdem einen relativ tiefen Einstieg. Und jetzt haben wir es. Männer, Frauen, egal welchen Alters, bevorzugen oft einen tiefen Durchstich, weil den Fuß hier über den Gepäckträger werfen, ist nicht jedermanns Frau Sache. Und da man so ein Fahrzeug sich nicht nur ein paar Jahre nur zulegt, sondern meistens für die Restlaufzeit, und die soll recht lang sein, ist es durchaus zu überlegen, ob man nicht vielleicht ein Hommage nimmt in den tiefen Durchstich. So, es erinnert auch noch ein bisschen so an die Zeit, als es noch Mopeds gab. Ich komme ja noch aus dieser Epoche und die hatten ja oft auch so einen tiefen Durchstich und dann konnte man sich einfach draufsetzen und losfahren. Das ist ein Spitzenprodukt deutscher Ingenieurskunst. Die Vollfederung, da habe ich schon einiges dazu gesagt, auch bei den Delite-Modellen. Gucken Sie sich einfach auch nochmal diese Testräder von uns an. Wichtig ist, unser Hommage hat eine Roloff E14 eingebaut, die es kaum noch gibt in der Saison 2023. Da hat Bosch einfach das nicht angeboten, dass man das miteinander kombiniert. Wir haben hier einen CX-Motor drin mit 85 Newtonmeter, bärenstark, der über den Zahnriemen diese Narbe antreibt. Ja, wir haben ein sehr gutes Federsystem, daneben eine luftgefederte Ion-Gabel von Santur und auch einen luftgefederten Dämpfer da drin. Super, Magura MT4-Bremsen, auch optional möglich mit ABS-System. Ja, und das können Sie alles auch bei uns testen, in verschiedene E-Bikes drin. Also wir können nicht alles vollpacken mit allem, sondern ABS können Sie in diesem testen oder andere Dinge dann wieder in jenem. Was wir hier haben, hallihallo, ich zeige es Ihnen. Man drückt hier so einen Hebel und schwuppdiwupp geht der Sattellift hoch. Auch eine Option von Riese und Müller. Ist praktisch, wenn man das direkt am Werk mitbestellen kann, denn die Verlegung über einen Seilzug durch den Rahmen durch ist am besten dann, wenn man das E-Bike aufbaut. Ja, nämlich hinterher das so anzubringen, ist äußerst kompliziert. Wer sich wundert über diese Rahmenform und sagt, nee, das gefällt mir nicht, dem sollte man sagen, dass die Form der Funktion folgt. Und zwar, Riese und Müller sagt einfach, wenn wir gefedert machen, dann konsequent. Und wenn Sie ein Gepäckstück hinten aufbringen, dann soll auch das gefedert sein. Man spricht dann von der gefederten Masse. Das werden Sie merken, wenn Sie mit dem Hommage fahren. Wir haben also Teststrecken, die das ermöglichen, bei sehr hoher Geschwindigkeit, Serpentinen, 90-Grad-Kurven und so zu machen oder 180 Grad sogar. Und dann werden Sie merken, wie spurstabil das wie auf Schiene läuft, auch mit Gepäck. Gepäck können wir Ihnen drauf machen, kein Problem. Ja, also es ist eine deutsche Ingenieursleistung, also wirklich Ingenieurskunst, das man nicht einfach so aus dem Ärmel schüttelt, sondern da braucht man sehr viel Erfahrung. Es lohnt sich der Weg zu uns nach Lauda, würde ich sagen, um dieses Hommage mit Rohlaufschaltung Probe zu fahren. Wir bieten Ihnen also nicht nur das Hin- und Herfahren, sondern auch wirklich sehr ausgiebige Teststrecke an. Und ja, wir haben auch nichts dagegen, wenn Sie es bei uns kaufen möchten. Wir bieten auch einen tollen Service im Nachhinein, der bestimmt sehr günstig ist für Sie. Also melden Sie sich einfach an. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und dann machen wir einen Termin aus. Bis dann, bis bald, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.